Wegen dem großen Schädel. No. Keine Post möglich, Undercover Kicks nach wie vor. Hatte schon mal jemand gefragt neulich und ich habe noch nicht Zeit gefunden, mich darum zu kümmern, dass wir Post empfangen können. Außerdem kann ich auch nicht garantieren, dass wir das hier hinkriegen. Weil es halt darauf ankommt, ob hier irgendwo in der Nähe überhaupt eine Packstation ist. Weil wenn nicht, dann... Nun. Ich sollte lieber erstmal die Kieferkontur. Okay, Almoni schreibt so, Endspurt. An alle Deplanetisator-Mitarbeiter. Wenn ihr Eindringlinge seht, bitte den Eindringlinge-Vernichten-Schalter betätigen. Das ist der große Rote, der so aussieht wie alle anderen Schalter. Beim nächsten Deplanetisator müssen wir das besser planen. Ach so. Ja, die macht Marco, glaube ich, morgen, hat er gesagt. Ja, ach so, ja, genau. Und sorry für die Verwirrung. Also wir haben, ihr braucht da keine Angst haben, dass wir das vergessen oder so. Ja, wir das haben das schon auf dem Schirm. Es ist nicht so, dass man uns daran erinnern müsste, wirklich nicht. Ich hab's bisher kein einziges Mal vergessen, also keine Ahnung. Quatsch, keine Sorge. Du siehst ich. Heute umwerfend aus. Ah. Hallo, Captain Quark. Hallo. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Eingeschweißter 5 Kilo Schinken. Was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Da ist. Was Ach so, okay. Ach so, nee, musst du noch du nicht undercover Keks. Keine okay. Sorge, alles ist im Rahmen. Alles klar. Hallo, Captain Quark. Sie sehen heute sehr heldenhaft aus. Das ist ja ätzend, wenn der Postbote Post verschlürt. Ja. Das stelle ich mir aber mega ätzend vor. Also deswegen bin ich da jetzt auch nicht drauf gekommen, dass das da der Grund sein könnte, weil das habe ich noch nie... Gott sei Dank selber noch nie erleben müssen, dass der Postbote Post unter den Tisch fallen lässt. Das tut mir leid. Wir wurden ja, Drake wurde in ein Schaf verwandelt und weg in einem Raumschiff weggeschickt. Soweit ich das verstanden habe. Mhm. So ist es. Anonymous, es geht um die Post, die man als Patron bekommt. Da bekommt man von Marco einen persönlichen Brief mit einem persönlichen Gruß. Wenn man einen bestimmten Betrag monatlich spendet. Hallo, Captain Quark. Sie sehen heute sehr heldenhaft aus. Danke. Aber das weiß ich doch. Gucke, gucke. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Ja, ist halt nur Stealth-Passage. No.
Nein, nicht du! Nun. Es muss unbedingt Stealth vorhanden sein. Drück mal den Knopf, schreibt die Silas. Nein! Oh, warte mal, in dem Planeten ist auch was drin? Nee. Zwar scheint dies der perfekte Zeitpunkt, endlich das Mädchen auszuführen, für das sie schon ewig schwärmen, doch Präsident Phyronix hat offiziell erklärt, die Bedrohung ist unter Kontrolle und wird in ein paar Stunden neutralisiert werden. Tja, Präsident Phyronix, falls Sie sich irren, Stacy, ich liebe dich schon ewig. Wow! Es gibt ja diesen Trend, wo sich YouTuber per Post verschicken. Ist das ein Trend oder hat das einer gemacht? Weiß man ja manchmal nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich eine große Anzahl an Leuten sich selbst per Post verschickt. Ja. Bauchmuskeln erkannt. Genau, Schauter. Wenn man Marco 1000 Euro pro Monat auf Patreon spendet, dann kommt er als Post bei dem Spender an. Monatlich. Monatlich. Und zwar bei mehreren gleichzeitig. Scheiß Death-Passage. Lord Norfolk. Sehr scheiße. Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Lord Norfolk. Lord Ninefolk. Die dunkle Seite ist viel lustiger. Ach stimmt. Ja, Bloody Dice habe ich vergessen. Undercover Kicks spart. Das sieht man aber nur im Premium-Stream. No. Ich bin auf einer wichtigen Mission vom Vorsitzenden Drake. Sachen. Och, so gigantisch sind die bestimmt gar nicht. Ich meine, es ist ja nicht unüblich, dass man schwere Sachen verschickt, oder? Was wiegt denn 60 Kilo? 60 Kilo Schinken. Stell dir mal vor, ihr wollt 60 Kilo Schinken verschicken. Wie viel Versand kostet das wohl? Ich hab keine Ahnung. 60 Kilo Geld. Anonymous, genau. Du musst dann natürlich deine Adresse angeben, wenn du gerne möchtest, wenn du gerne einen Brief möchtest. Aber er weiß dann nicht automatisch, wo du wohnst. Natürlich. Die Adresse kann man angeben, muss man aber nicht. Nur muss man natürlich, wenn man einen Brief haben möchte. Ja, weil anders geht es nicht. Das sollte logisch sein. Das klingt wie Fappen. Sorry, aber... wie deine Lampe. wie deine Mütze okay, dazu blinkt okay. Im Takt. Passend dazu ist der Brief per Hand geschrieben. Ja, ist er. Ja. Sind von Hand geschrieben und auch individuell, wenn... Soweit das halt möglich ist, natürlich. Soweit ich etwas Individuelles zu sagen habe. Genau. Ups. Oh, Mjolt. Oh, süße Liste bestätigt.
Nein, tu das nicht. Ich will ballern. Ja, Anonymous, dann gib halt einfach deine Adresse nicht an und Thema erledigt. Eine handgeschriebene E-Mail. Hallo Eot. Gern. Hallo Eot. Etto. Hab direkt wieder verkackt. Ich sag Etto und er so, ich guck einen anderen verweigert. Stream. Zugang verweigert. Ja, weil ich... Kompakte Brustmuskeln erkannt. Meine Hobo-Kleidung nicht anhab. Scheiße, identifiziert. Tot. Eieiei. Ich stelle es echt scheiße. Zugang verweigert. Hallo, Captain Quark. Sie sehen heute sehr heldenhaft aus. So, er steht am Knopf. Ja. Nein, dann kriegt er keinen Brief. Weh. Nein, dann, also, das sucht Marco. Ja, natürlich. Ich habe ein Team aus 12 FBI-Profilern, die dann herausfinden, also wo der... Also, ihr habt manchmal Ideen. Unglaublich. Unglaublich. Die Idee allein. Ich muss mal kurz lesen, was eigentlich so geschrieben wurde. Genial. Genial. Irgendwie ist das ja auch irgendein Paradoxon in sich, ne? Ich will einen Brief haben, aber ich will meine Adresse nicht angeben. Was? Wer? Wer genau? Wer? Ich bekomme die dann automatisch auf der Gamescom. Ich glaube, Anonymous sucht gerade nach einem Glitch oder Cheat oder so. Ja. Er versucht, das System zu hacken. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Willkommen, Capitano. Ja, komm, alle wegballern, oder? Klar. Wenn ich winken, ich will den scheiß Raketenwerfer auspacken. Ganz viel Zeug. 64.000. Ist ein fairer Deal, oder? Na, ich glaube nur, wir können die gar nicht mehr wirklich ausgeben, oder? Vielleicht doch, keine Ahnung. Ich sammle fleißig weiter. Ich kann mir halt vorstellen... Nee, keine Ahnung. Geil. Geil. Oh, gleich trinken Mettwurst. Postfach kostet aber Geld. Geldi. Ach, Geldi.
Ja, Anonymous, aber ich würde den Brief in dem Fall nicht abschicken, weil offensichtlich ist, dass ich da meine Zeit verschwende. Ah, ach so, nee, mit richtigen Straßennamen. Ja, ach so, okay. Ja, so wie es halt jeder andere tut, ne? So gibt man gemeinhin seine Adresse an. Das ist vollkommen korrekt, Anonymous. Ich meine, das sind ja so Werte, die heutzutage verloren gehen über das Internet. Ne? Wenn ich immer frage, was ist deine Adresse, dann kann das schon mal passieren, dass man seine Blutgruppe angibt. Ich habe auch einmal einen geschrieben, wo, bitte gib mir die Adresse, und dann kam nur zurück, hier. Hier. Ich wohne hier. Bei mir in der Nähe. Leute sind ja völlig verwirrt. Wie Adresse? Das müsste ja implizieren, dass ich physisch vorhanden bin. Das kann jetzt aber irgendwie nicht sein. Da bin ich jetzt getriggert. Warum gehst du davon aus, dass ich physisch vorhanden bin? Muss ich etwa physisch vorhanden sein, um für dich als Mensch zu gelten? Ist das dein Ernst? Willst du mich darauf reduzieren? Auf meine physische Vorhandenseinkeit? Nee, das geht gar nicht. Ich kann ja aber auch ein Mensch sein, ohne zu sein. Cogito ergo sum. Willst du sagen, ich bin dumm? Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Sie hat Bauchmuskeln erkannt. Wo? Ich sehe keine. Ja, ich spring selbst. Ist egal, bringt nichts. Hallo, Captain Quark. Sie sehen heute sehr heldenhaft aus. Anonymous, um ein Lachfleisch zu haben, musst du physisch vorhanden sein. Ich glaube, du hast dich gerade enttarnt. Du bist der eine Typ, der physisch vorhanden ist, bestimmt.